Wir sind alle so großartige Wesen und so mutig gewesen, dass wir jetzt in diesen Übergang inkarniert haben, wo wir uns verabschieden dürfen aus all dem, was wir gelernt haben. Und jetzt quasi diejenigen sind, die diesen Shift machen, die das Alte noch gelernt haben und jetzt ins Neue hinübergehen. Und das ist natürlich, also das ist ein Transformationsprozess, das ist auch nicht leicht immer. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Open Your Heart Podcast. Ich bin Chris Fader und dieser Podcast ist mein Herzensprojekt. Dieser Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann. Und dass jeder bei sich selbst anfangen darf. Bevor es gleich losgeht, ein paar Infos vorweg. Am kommenden Samstag, den 25. Februar, findet um 20 Uhr mein zweites Online-Event zum Thema Schulfrei statt. Das Event wird auf Spendenbasis laufen und ich gebe Einblicke und teile Erfahrungen in unser Leben ohne Schule. Am 1. März gibt es zudem um 20 Uhr eine Art Vertiefungsevent zu eben diesem Thema Schulfrei, wo ich auf Fragen eingehen werde. Hier ist die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt, es wird aber in Zukunft immer wieder derartige Events von mir geben. Weitere Infos und auch die Anmeldung für die Events findest du auf meiner Website www.chrisfader.de. Trage dich gern auch in meine Newsletter ein, um von zukünftigen Events und Podcast-Folgen zu erfahren. So, nun zu dieser Folge vom Open Your Heart Podcast. Mein heutiger Gast ist Katharina Roland. Eines möchte ich vorwegnehmen: Diese Folge, dieses Gespräch mit Katharina hat mich zutiefst berührt, inspiriert und auch motiviert. Ich bin direkt im Anschluss an die Folge in die Umsetzung gekommen, um diese neue Erde, dieses goldene Zeitalter mehr denn je zu gestalten, zu verwirklichen und zu leben. Zum Beispiel, und du wirst am Ende der Folge verstehen, wie es dazu kam, haben wir uns eine Trenntoilette, eine Komposttoilette besorgt, hier für unser Haus in Schweden, das wir im Moment mieten. Wir sind da bei der Firma Trellino fündig geworden, eine Firma, die regional produziert, sich darüber hinaus auch sozial engagiert. Und wir sind super happy mit der Toilette, die nicht nur echt gut aussieht, sondern auch wirklich toll verarbeitet ist und einfach eine sehr hohe Qualität besitzt. Ja, ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich auf der Toilette bin, drehe sie mir dann so, dass ich einen schönen Blick hier ins Grüne genieße. Und zudem können wir die Toilette auch super easy in Zukunft mit in unseren Camper nehmen, wann immer wir wieder unterwegs sein werden. Und sparen hier ab sofort nicht nur jede Menge Wasser, sondern sorgen eben auch durch einen jetzt neu kreierten Kompost für einen ganz natürlichen Kreislauf und den eigenen Humusaufbau, welchen wir hier für unseren Garten verwenden werden. Wenn du mehr über Trellino wissen möchtest, dann schau am Ende der Folge in die Shownotes, dort habe ich alles verlinkt. So, jetzt soll es aber direkt losgehen mit einer für mich ganz wertvollen und eben tief inspirierenden Folge mit Katharina Roland im Open Your Heart Podcast. Katharina, ganz, ganz herzlich willkommen zum Open Your Heart Podcast. Ich freue mich so, so, so sehr, dich heute hier als mein Gast zu haben. Ganz herzlich willkommen. Chris, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch. Wir sind ja neugierig, was uns einfallen wird, zufallen wird. Ja, total. Es gibt so, so vieles, was ich über was ich mit dir sprechen möchte, eigentlich auch viel, viel, viel zu vieles, um das hier in eine Folge zu packen. Ja, bevor ich vielleicht auf ein oder das andere Thema schon zu sprechen kommen möchte, erstmal die Frage, wie geht's dir denn? Oh, danke vielmals. Mir geht's gut. Ich bin gerade so mitten am in einem kreativen Flow. Wir bauen ja gerade die Website Living Earth One. Und da ist jetzt so die ganz konkrete Zeit. Wir haben ja lange darauf gewartet, dass das Programmieren jetzt so richtig in Fahrt kommt. Und jetzt im Moment sind so die letzten 3 Tage 63 Texte zu schreiben gewesen. Noch Überlegungen, wie formuliere ich was setze ich wohin. Sie ist
viel größer geworden, als wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Das ist ja eine Seite, die auf dem Manifest der neuen Erde basiert und allen Menschen, die da drauf kommen, die Möglichkeit geben wird, sich zu vernetzen und vor allem ihre Lösungen zu teilen. Also Lösungen, die wir brauchen, um die neue Erde aufzubauen. Das können sein Rezepte oder es können sein Bauanleitungen, Vorzeigeprojekte, inspirierende Texte. All das wird auf die Living Earth wandern. Und da gibt es natürlich viel vorzubereiten und es wird viele Möglichkeiten geben, sich zu vernetzen und Projekte vorzustellen. Und es wird so großartig, deswegen geht es mir gut. Schön, schön. Ja, das ist ja auch so bewundernswert. Du hast jetzt gerade schon das Manifest der neuen Erde angesprochen. Darüber bin ich eigentlich auch auf dich gestoßen dann nochmals. Und da steckt so unglaublich viel drin. Und vor allen Dingen ist es eben, was du schon gesagt hast, so lösungsorientiert. Es zeigt eben nicht auf, was ist alles schlecht oder was läuft alles falsch, sondern der Blick geht eben in diese neue Richtung, in diese Richtung nach vorne. Und das ist auch das, wo ich auch mein Podcast hier ganz bewusst, sag ich mal, hinsteuere, dass ich eben nicht so sehr über das Alte und diese destruktiven Dinge oft sprechen möchte. Ich glaube, ab und zu ist es nicht verkehrt, so um ein gewisses Verständnis und vielleicht auch Zusammenhänge zu greifen. Aber doch viel wichtiger ist doch dieses Neue zu erschaffen. Und da gehst du so, für mich so unglaublich vorbildlich und eindrucksvoll gehst du da voran mit dem, was du tust und inspirierst mich und sicher ganz, ganz viele andere Menschen, da irgendwo mitzugehen und eben selber auch anzufangen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, es ist die Zeit ist vorbei, wo wir darauf gewartet haben, dass wir gerettet werden von außen oder dass irgendeine Regierung oder irgendein Konzern oder die Wissenschaft, was auch immer, das war ja alles eine Illusion, die uns in einer Position gehalten hat, wo wir immer ohnmächtiger geworden sind und unsere Selbstwirksamkeit aufgegeben haben. Wir haben das ja auch in der Schule nicht gelernt, dass wir frei sprechen dürfen, dass es darum geht, dass wir unser Potenzial, unser individuelles Potenzial entfalten, dass wir eigene Projekte, eigene Ideen haben, dass wir dem System widersprechen, weil irgendjemand muss ja sagen, hey, da gibt's noch was Besseres, ja? Das wurde uns ja abtrainiert in der Schule, weil was passiert, wenn wir in der Schule gesagt haben, hey, nein, ich finde, das kann ganz anders und besser sein, dann haben wir eine schlechte Note gekriegt oder sind ausgegrenzt worden. Das wurde ja bis jetzt nicht gefördert und ich frage mich ja immer, wie ist es möglich, dass das Wesen, die ein solches Potenzial haben, die so großartig sind und so viel verändern können, so dumm zu halten, ja? Wie ist es möglich, dass man uns einredet, dass wir schlechte Wesen sind, dass wir gierige, rein gierige Wesen sind? Das funktioniert natürlich im Endeffekt, wenn ich dieses Bild schon in Kinder einpflanze, dass wir destruktiv sind, dass wir gierig sind, dass wir bösartig sind, dass wir im Grunde genommen, will mir jeder alles wegnehmen oder will mich jeder bestrafen oder ist jeder eifersüchtig oder was auch immer. Natürlich ist das eine Art self-fulfilling prophecy, wenn ich das in Filmen sehe, wenn ich das in den Medien lese, wenn ich das in der Schule höre, dann glaube ich das ja irgendwann und das kreiert dann auch meine Realität. Ja, wir kennen ja alle Gesetz der Anziehung, das, was wir denken, die Bilder, die wir in uns tragen, verstärkt durch unsere Gefühle, manifestieren unsere Realität auf ganz vielen Ebenen. Also sowohl ich manifestiere meine Realität mit den Bildern, die ich habe, weil ich natürlich mein ganzes Leben danach ausrichte. Wenn ich ein Idealbild von habe oder ein Idealbild von, dann strebe ich dem nach und mache alles wie eben ein Architekt, der ein Haus bauen will oder jemand, der eine Hochzeit ausrichtet oder nur ein Abendessen zubereitet. Das sind ganz viele Zutaten, die aus meiner Vergangenheit kommen, aus dem, was ich in Filmen gesehen habe, in der Schule, das wiederholt sich immer wieder, alles in Filmen, Schule, Medien. Das sind sozusagen die Programmierer unserer Leben, wenn wir das zulassen und nicht irgendwann mal draufkommen und sagen so, hey, Moment, woher habe ich eigentlich die ganzen Bilder, die ich in mir trage? Woher habe ich die Gedanken, die ich denke? Sind die lebensförderlich? Oder kreieren die im Grunde genommen immer nur das, wovon ich ja eigentlich schon weiß, dass es gar nicht funktioniert?
und dass es mich nicht wirklich glücklich macht? Wäre es dann nicht schlauer, dass ich beginne, andere Gedanken zu denken oder mir die Bilder zu holen in mein Feld, sowie in meinen persönlichen Speicher, die mir das zeigen, wo ich wirklich hin will? Und zwar nicht das trainierte Ich-Ego hin will, das gut funktioniert hier in dieser Matrix, sondern mein Herz. Wo sagt mein Herz, ja, das wollte ich schon immer leben. Da habe ich Freude, da möchte ich dazugehören, da möchte ich mithelfen, da möchte ich meine Gabe schenken. Von diesen Menschen möchte ich gesehen sein, mit diesen Bäumen möchte ich Kontakt haben. Ja, was in der alten Welt irgendwie so noch so die Baumumarmer, ja, das sind so die Spirituellen, die Esos. Nein, das sind Wesenheiten. Und wenn ich nur sage, das sind Wesen, die auch elektromagnetische Frequenzen haben, die in biochemischem Austausch stehen mit mir, ja, dass auch das reicht schon, um sie zu umarmen, weil auch das macht mich schon auf vielen Ebenen gesund. Also da gibt es enorm viel zu entdecken, deswegen 10% ja auf das richten, wo das Problem liegt, und 90% auf die Lösungen, auf die schönen Bilder, auf das, was wo mein Herz aufgeht, weil das ist wie so ein Kompass für das, was meine Seele oder mein wahres Sein, dass er nicht begrenzt ist durch diesen Körper, wirklich als fühlt, als richtig für diese Inkarnation, also für dieses Leben. Da kann ich mich zu 100% drauf verlassen. Wenn mein Herz sagt, ja, dann gehe ich diesen Weg. Wenn mein Herz sagt, und man spürt so eine Enge, dann gehört das in irgendeiner Art und Weise befreit, in irgendeiner Art und Weise transformiert. Oder ich sage, bis hierher und ich gehe einen anderen Weg. Gilt es dann in der Situation herauszufinden, in der konkreten, wie die adäquate Reaktion drauf ist, bis ich wieder spüre, so, ach ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich das auch oft gefragt werde. Also ich habe das auch immer wieder in meinem Podcast hier angesprochen, wirklich dem Herz zu folgen. Der Titel kommt auch nicht von ungefähr, Open Your Heart, den interessanterweise meine älteste Tochter mir geliefert hat. Ich hatte so damals überlegt, es kam auch so, das war auch so aus dem Nichtsgefühl kam dieser Impuls. Und dieser Ruf des Herzens, mach einen Podcast, sprech, du möchtest über so viele Dinge sprechen, du befasst dich mit so viel mehr als nur der Musik, was ich die letzten Jahre hauptsächlich gemacht habe. Und ich hatte keine Ahnung von einem Podcast. Ich habe auch selber ehrlicherweise nie Podcast gehört. Und doch war da dieser Ruf. Und für mich war klar, okay, dem gehe ich nach und ich mache einfach. Und das ist jetzt daraus entstanden. Wir Yay, sind jetzt juhu, hier Gott sei dadurch Dank. im Gespräch. Ich bin mit vielen, vielen wundervollen, inspirierenden Menschen dadurch in Kontakt gekommen. Und in diesem Moment, um das noch kurz fertig zu erzählen, wo ich überlegt habe, wie könnte denn der Podcast heißen? Weil ich wollte mich irgendwie auch nicht einschränken, irgendwie so was die Thematik oder sowas angeht, auch wenn das so ein paar Schlaue mir raten wollten, so du musst irgendwie dich für ein Thema quasi Die entscheiden, genau, und damit die Menschen auch wissen, was sie erwartet in deinem Podcast, aber es hat sich für mich einfach nicht richtig angefühlt. Ich wollte es einfach offen lassen. Wer weiß, was ich in einem halben Jahr machen möchte und sprechen möchte. Und genau in diesem Moment, wo ich den Titel mir ist nichts eingefallen, kam meine Tochter um die Ecke und sagte: Hey Papa, du hast doch mal einen Song geschrieben, der heißt Open Your Heart. Das ist der beste Song, den du bisher geschrieben hast. Warum veröffentlichst du den nicht? Die Menschen möchten den doch hören. Und genau in dem Moment dachte ich, ja, vielen Dank, genau das ist mein Titel. Und den quasi Titelsong hatte ich auch schon fertig in der Schublade. Und im Endeffekt führt genau das immer wieder, auch in allen meinen sehr unterschiedlichen Themen, die ich bisher hatte, darauf zurück, wirklich einerseits das Herz zu öffnen erstmal und dann auch hinzuhören und hinzufühlen, was möchte mir das sagen? Und das Zulassen auch. Und das ist, glaube ich, ganz oft der Punkt, wo Menschen auch auf mich zurück oder mich fragen, wie finde ich denn zum Beispiel meine Berufung? Ich merke irgendwie in dem Konstrukt, wo ich drin bin, da bin ich nicht glücklich, da komme ich nicht in mein volles Potenzial. Wie schaffe ich das denn, das zu finden?
Und ich finde die Frage gut und erstmal wichtig und die würde ich mal gerne einfach direkt so an dich weitergeben. Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, so das, was sich gut anfühlt, was sich irgendwie leicht auch anfühlt und eben nicht was zumacht, was eng macht. Trotzdem gibt es da vielleicht noch ein paar zusätzliche Impulse von deiner Seite aus, wie man diese Berufung, sag ich mal, finden kann oder andersrum, wie einen die Berufung vielleicht selbst findet. Also für die ganz Mutigen, es hört sich zwar jetzt überhaupt nicht mutig an, was ich gleich sagen werde, aber es ist doch mutig. Das war bei mir so ein Moment der kompletten Hingabe. Also wirklich ein Moment, wo ich Kontakt aufgenommen habe mit Gott und gesagt habe, ich möchte, erstens, ich möchte deine Liebe spüren und zweitens, ich möchte jetzt wissen, wozu bin ich wirklich hier. Ich habe 20 Jahre Werberegie gemacht, was ich super gern gemacht habe. Aber ich habe gespürt, da gibt es noch etwas, was durch mich gelebt werden will. Und das wollte nach, hat schon, das hat schon gedrängt. Ja? Das ist bei mir, ich habe schon gespürt, da ist was, das ist wie bei einer Geburt, das will da raus, aber ich weiß noch nicht, was es ist. Und ich wollte es jetzt endlich wissen und habe wirklich in einem Moment mein Leben hingegeben. Also ich habe gesagt, ich bin bereit, mein Leben komplett, ich bin auch also nicht bereit, mein physisches Leben zu geben, weil ich eben meinen Sohn an meiner Seite habe, der damals noch gestillt werden wollte. Und er hat gesagt, also meinen physischen Körper gebe ich nicht, aber ich gebe mein ganzes Leben, ich gebe meinen Job, der dann auch irgendwann mal wirklich weggefallen ist, weil dann auch keine Zeit mehr war für die Werberegie. Ich möchte es wissen. Und das war wirklich wie ein... Ich habe das Tor aufgemacht und die Gnade ist da und die sagt dir, was zu tun ist. Es war, ja, du machst Filme über das Bewusstsein. Die Menschen helfen ihr, in ein neues Bewusstsein zu erwachen. Deswegen heißen meine Filme ja auch Awake. Mhm. Awake in Reiseführern zu erwachen und der zweite Awake to Paradise. Das ist also die eine Möglichkeit. Wo ich dann lustigerweise gemerkt habe, dass mein ganzes Leben schon eine Vorbereitung darauf war, wie so ein Trainingslager. Und ich begegne immer mehr Menschen, die aus ihrem alten Beruf herausgegangen sind, aber etwas Ähnliches machen, aber etwas, was ihr Herz weit sein lässt. Und die auch sagen, hey, ich habe da etwas gemacht, das hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, aber ich habe es gemacht und es war so wichtig, dass ich es gemacht habe, weil ich kann diese Fähigkeiten, die ich entwickelt habe, auch in Dramen, auch in Krisen, dieses Potenzial, das ich quasi mehr erarbeitet habe in dem Leben, nutzen jetzt zum Beispiel als Coach. Hätte ich diese Dramen nicht gehabt, diese Trennungen, diesen Schmerz, diese Verluste, diese Depressionen, dann könnte ich ja jetzt den Menschen gar nicht so gut helfen, weil ich sie gar nicht so gut verstehen würde. Mhm. Bei mir war es das Filme machen. Natürlich auch ein wildes Leben und wilde Erfahrungen. Ich bin sehr gefühlsbetont auch. Also ich habe dramatischste Momente erlebt, viel Neugier gehabt, war sehr mutig immer, in wie tief ich in die Recherchen hineingehe. Das kann ich jetzt alles super verwenden. Mhm. Also das ist auch so eine Geschichte, wo man sich anfreunden darf mit dem Leben, das man bis jetzt gelebt hat. Und wenn es ein komplett Matrix-normiertes Leben war, es ist voll okay, solange ich noch in dieser Inkarnation sag, wow, ich schaue mir das jetzt an, was gibt es da noch mehr, und eben diese Enge verlasse, die uns die Wissenschaft und die Schule und die Kindergärten und das ganze soziale Konstrukt, das setzt uns ja quasi wie eine Mauer. Bis hierher geht das Leben, alles, was dahinter ist, ist Esoterik, ist Schwurbelei, ist was auch immer, da schauen wir am besten gar nicht hin. Genau. Das war der zweite, das war ein Punkt. Was ich machen kann, ich kann mal schauen, was macht mir richtig Freude. Ich habe ein Mädel getroffen irgendwann, die hat mein Buch gelesen und hat gesagt, das Buch hat sie inspiriert. Also zu meinem ersten Film habe ich ein Buch gemacht, die macht jetzt Kuchen und Torten für Hochzeiten und spezielle Anlässe. Und die macht sie mit so viel Liebe und macht sie so voller Freude und schenkt so viel Freude damit, dass das ja auch, also wir müssen ja nicht alle irgendwie die großen Weltverbesserer sein. Es kann sein, dass wir
in ein Brot, in einen Kuchen, in ein, ich kümmere mich um ein Kind oder ich gehe mit Kindern in den Wald oder ich gründe einen Waldkindergarten oder ich gründe eine neue Schule oder ich gründe einen Betrieb, der in Kreislaufwirtschaft denkt. Also das sind zum Beispiel auch so ein Punkt im Manifest, der mir immer wichtiger wird. Wie können wir produzieren? Und es ist in Kreislauf. Vielleicht wäre ich auch ein Berater für Kreislaufwirtschaft. Was auch immer, was, wo geht mein Herz auf? Und da ist eine Möglichkeit, sich das Manifest der neuen Erde anzuhören. Also anzuschauen geht auch, oder anzuhören, weil dann, wenn ich die Augen schließe und zuhöre, dann entstehen ja meine eigenen Bilder. Und das ist die Magie und ist der Schlüssel auch zur Kreation. Ich habe zwar schöne Bilder reingeschnitten, aber wenn ich jetzt mir das Manifest zum Beispiel ja anhöre und mir wird da erzählt von den Böden, die regeneriert werden oder von den Kindern, die glücklich sind und anbauen und auf Bauernhöfen sind und auf Bühnen und alle Bereiche des Lebens werden hier beschrieben und ich merke irgendwo beim Zuhören, oh, da tanzt was in mir, eine Freude. Die Bilder werden, da will ich eigentlich noch mehr hineintauchen, da bin ich eigentlich traurig, dass das nächste Kapitel schon wieder anfängt. Könnte das zum Beispiel ein Hinweis darauf sein? Und das kann sein, dass es ein Bereich ist, mit dem ich mich überhaupt noch nicht beschäftigt habe. Und im Manifest sind eben alle Lebensbereiche. Nicht alle so detailliert, aber das sind alle Lebensbereiche beschrieben. Und es kann eben sein, dass ich sage so, schon im Kapitel 1, wenn es um Humusaufbau geht, wieso geht mein Herz auf, wenn ich das Wort Humus und Humusaufbau und Symbiosen höre? Vielleicht ist da ein Bereich, der bis jetzt ausgeklammert war, mit dem ich mich jetzt beschäftigen will. Und vielleicht ist da schon meine Berufung oder es führt mich die Beschäftigung damit dann zu meiner Berufung. Und ich spüre so, dass der Fluss, der jetzt so durch uns fließt, wenn wir da jetzt, wie dieser schöne Spruch, dieser Hopi-Spruch ist, wir lassen jetzt vom Ufer los und lassen uns mutig in diesen Fluss hinein und merken auch, wie viele Leute da mit diesem Fluss, was für wunderbare Wesen da an uns vorbeifließen, mit denen wir zusammen fließen können. Dieser Fluss führt uns, wenn wir keinen Widerstand leisten, also wenn wir uns nicht festhalten an unserem alten Job oder an unseren alten Ideen, wie muss das Leben sein? Was muss ich tun, um geliebt zu werden? Was muss ich tun, um erfolgreich genug zu sein, damit ich geliebt werde? Wenn wir das mal loslassen, dann werden wir eh hingespült. Und wenn wir dann mal Ja gesagt haben, so wie du das sagst, dann brauchst du nur mehr quasi um Hilfe bitten und sagen, hey, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es weitergeht, ich weiß jetzt gerade nicht, wie mein Podcast heißt. Und dann kommt die Tochter bei der Tür rein und bringt die Antwort. Manchmal fallen wirklich Bücher aus dem Regal. Ich begegne Menschen, wenn ich eine Frage habe, die geben mir die Antwort, ohne dass ich sie gefragt habe. Also da ist ein Feld mittlerweile aktiviert, das es zwar immer schon gab, aber das jetzt noch viel, sage ich mal, viel stärker hochgedreht ist und wo auch unsere Gedankenfrequenzen und die Bildfrequenzen, die wir in uns tragen, da noch stärker in dieses Feld hineinspielen, dass die Antworten schneller kommen als früher in Form von auch Synchronizitäten. Voll. Total. Wichtig finde ich auch an der Stelle, es ist auch nie zu spät, da für so Veränderungen bereit zu sein. Also auch das kam mir schon oft, wurde mir oft erwidert, so ja, in deinem Alter vielleicht kann man das ja noch machen, aber ich bin ja schon, keine Ahnung, 60 oder sonst wie. Bei mir, für mich ist das vorbei und das ist natürlich Quatsch, sondern es ist, also es ist jederzeit. Gerade solche, also Menschen, die ein Leben lang einem, also Beruf statt Berufung gelebt haben, die jetzt vielleicht sogar schon in Pension sind, solange es das System noch gibt, ja, und solange es noch sowas wie Pension gibt, weil ich meine, ich kann mir nie vorstellen, in Pension zu gehen, weil ich liebe das, was ich tue, das will ich einfach tun. Ich meine, ein bisschen weniger machen wir auch, okay, vielleicht gesund, ein bisschen mehr schlafen. Gerade Menschen, die mit Erfahrung, mit auch der Zeit und vielleicht auch einem finanziellen Polster, die jetzt sagen, pff, also
Ich muss jetzt nicht gleich Geld verdienen mit dem, was ich tue. Es gibt so viele Initiativen, die auch Hilfe brauchen. Ganz praktische. Und wir werden da auch mit der Living Earth, wenn die jetzt bald online ist, da gibt es die Möglichkeit, Projekte reinzustellen. Da kann ich, wenn ich ein Projekt mache, quasi sagen, hey, mein Projekt braucht Hilfe. Und dann kann ich da reinschauen, welches Projekt braucht gerade Hilfe. Und dann brauche ich dort nur anrufen oder eine Mail schreiben. Und habe quasi schon etwas, wo ich wirklich gebraucht werde. Und vielleicht merke ich dann, wow, das macht mir eigentlich Freude. Oder ich probiere ein neues Projekt aus, ja. Und schaue da einfach mal und merke auch so, wie erfüllend das Geben ist, wie erfüllend es ist, in Gemeinschaft zu wirken und sei es einen Komposthaufen anzulegen, einen Baum zu pflanzen oder eben mit Kindern in den Wald zu gehen, ein Kompostklo zu bauen, gemeinsam im Team. Das hört sich zwar jetzt vielleicht komplett unsexy an, aber wenn ich dann dort stehe mit lachenden Menschen, die in der Natur und etwas zusammen bau oder Schaufel oder und wir singen vielleicht noch gemeinsam, dann klickt da etwas ein aus Urzeiten, wo so der Stamm oder der Clan oder die Familie plötzlich wieder in Resonanz geht und ich so merke, wow, ich muss ja gar nicht mehr alleine sein. Es geht jetzt darum, dass wir zusammenkommen und dass wir geben und annehmen lernen wieder, ohne dass wir gleich bezahlen wollen. Also ohne dass gleich quasi dieser Austausch abgeschlossen ist, sondern dass wir uns wieder in Verwebungen begeben. Wieder, ich habe dir etwas geborgt und dafür weiß ich auch, dass ich mich auf dich verlassen kann, wenn ich das nächste Mal mir etwas ausborgen will. Wir sind so trainiert darauf, diese Transaktionen abzuschließen und quasi wegzustellen. Und wir haben ein bisschen Angst davor, merke ich immer wieder, in so Abhängigkeiten zu kommen, uns zu verweben, weil uns das auch ein bisschen abtrainiert wurde. Weil, ja, dann kann es passieren, dass ich dann doch auch mal was geben muss. Wenn ich dann aber merke, wie schön es ist zu geben und gebraucht zu werden, dann ist das doch wunderbar. Dann borge ich mir auch gerne was aus, weil dann sage ich, hey, hoffentlich brauchst du mich bald. Hoffentlich darf ich wieder bald Teil von etwas Wichtigem, Schönen sein. Und jetzt geht es darum, das, was wir quasi durch Unbewusstheit angerichtet haben auf der Erde, dass wir das heilen und wieder aufbauen. Also heilen im Sinne, die Natur dabei unterstützen, in ihre Selbstheilungskräfte zu gehen und nicht immer das nicht immer verhindern, dadurch, indem wir noch mehr Mist hineinkippen, noch mehr Plastik in die Meere, noch mehr Toxine in die Böden, noch mehr Gifte in die Luft, noch mehr Wälder abholzen, sondern dass wir sagen, wir haben das Potenzial, sobald diese Umkehrung, die stattgefunden hat in den letzten Jahrhunderten, wieder ins Richtige drehen, wo wir uns wieder als Hüter der Erde wahrnehmen und nicht als zerstörerische Parasiten, die minimiert werden müssen und die, wo wir irgendwelche Klimaziele ansetzen irgendwann, statt dass wir zum Beispiel auch sagen, hey, Moment, CO2, lasst uns doch mehr Bäume pflanzen, abgesehen, ja, dieses Fass machen wir jetzt nicht auf. Aber auf jeden Fall Bäume pflanzen, Felder immer nachhaltig bewirtschaften, ist etwas, was unter anderem auch das CO2 bindet, das wir ja brauchen dringend. Also die Pflanzen brauchen das ja zum Leben. Ja, das ist, da steckt schon wieder so viel Wundervolles und so Wichtiges drin. Und da möchte ich auch immer wieder motivieren. Also ich habe auch zum Beispiel mittlerweile ganz viele so Einzelgespräche, wenn man das so mag. Also Menschen, die einfach viele Fragen haben oder auch teilweise nur eine Frage haben. Und ich einfach erstens sehr unpersönlich finde, so per Mail immer so zu antworten. Und ich auch irgendwie, ja, mir lieber dann mal bewusst Zeit nehme und dann lass uns so sprechen, wie wir es jetzt hier tun. Und dann einfach, es ist einfach ein anderer Rahmen da. Und wo ich auch immer wieder motiviere, einfach auch im Kleinen anzufangen. Schau, was du in deinem Kreis, was du jetzt sofort verändern kannst. Ja. Oder? Das ist, darum geht es auch ganz Ja. viel. Wir haben oft vielleicht große Visionen und fangen dann gar nicht an, weil es vielleicht zu groß ist oder weil
ja, keine Ahnung, man findet immer Ausreden und Gründe, etwas nicht zu tun. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, und das finde ich, da motiviert eben auch das Manifest der neuen Erde so viel, weil da eben so viele Bereiche aufgezeigt werden, wo man mindestens bei einem sagen kann, okay, da fange ich jetzt mal direkt an und schreite in die Tat und gehe in die Umsetzung. Ja, Baby Steps. Weil unser Gehirn ist so vernetzt, dass uns neue Dinge nicht unbedingt sofort sehr leicht fallen, außer wir haben wirklich Begeisterung dafür, dann geht es ganz schnell. Mhm. Es gibt, wie du sagst, so viele Dinge, und ganz wichtig und ganz leicht umzusetzen ist, ganz bewusst einzukaufen. Also jetzt rauszugehen, wenn ich das nächste Mal, vielleicht heute Nachmittag, je nachdem, wann du den Podcast hörst, oder morgen, zu gehen und zu sagen, erstens, was brauche ich wirklich? Und zweitens, fördert mein Einkauf, also mein Griff zu dem, was ich kaufe, fördert es die neue Erde oder fördert es das alte System? Ob ich eben einkaufe Produkte, wo die Zutaten auf einem Feld angebaut wurden von konventionellen Bauern in einer Monokultur, wo Herbizide, Fungizide, Pestizide draufgekommen sind, wo der Boden degradiert wurde, oder ob ich einkaufe und weiß, ich fördere mit dem Geld, das ich dorthin gebe, einen Biobauern, der Humus aufbaut, der nachhaltig wirtschaftet, der darauf schaut, dass der Boden immer, immer, immer reichhaltiger wird. Ja, weil in den letzten 50, 60 Jahren haben wir so viel Humus verloren. Also diese kleine Auflage gesunder Boden auf der Erde, von der das ganze Leben abhängt, weil die Pflanzen aus dem Humus wachsen. Und nur wenn da Pflanzen wachsen können, wenn der Humus wirklich gesund und lebendig ist, dann wachsen diese Pflanzen. Und das ist eigentlich das, wo wir anfangen dürfen jetzt, mal als allererstes den Humus wieder aufzubauen und zu schauen, dass es keine konventionellen Bauern mehr geben darf oder keine Industriebetriebe, die dieses wertvollste aller Wesen, kann man fast schon sagen, ja, weil es ist wie ein Organismus, und wo in einem Esslöffel mehr Leben ist als Menschen auf der Erde. Also das ist ein Universum von Lebewesen, die miteinander agieren, die in Symbiosen sind, die sich gegenseitig füttern, die den Humus aufbauen, dass wir das fördern. Und das können wir zum Beispiel, indem wir biologische Produkte einkaufen. Das ist ganz einfach. Und noch besser, indem wir sagen so, ich lebe jetzt schon seit 10 Jahren hier, ich weiß nicht mal, wo der nächste Biobauer ist. Jetzt mache ich mich halt mal auf und finde den und komme dann vielleicht drauf, da gibt es eine Solavie, eine solidarische Landwirtschaft, das gibt es auf der ganzen Erde, wo ich einen Betrag den Bauern zur Verfügung stelle und dafür jeden Monat zum Beispiel eine Gemüsekiste kriege. Dadurch ist sein Leben gesichert, er kann weiterhin den Humus aufbauen, und ich habe quasi mein gesundes Essen, wodurch ich meinen Körper aufbauen kann, weil ich dadurch natürlich keine Toxine oder weniger, weil es kommt natürlich von allen Seiten, die Toxine, auch wenn ich sie nicht draufspritze, weniger Toxine in meiner Nahrung habe, sprich weniger in meinem Körper und dafür die ganzen gesunden Mikroorganismen, die ich brauche. Das ist zum Beispiel eine Geschichte. Oder ich kann schauen, welches Waschmittel verwende ich? Was fließt durch meinen Abfluss zurück in den Wasserkreislauf? Sind es Stoffe, die Gewässer kaputt machen? Oder sind es Stoffe, die okay sind für die Gewässer, wenn sie in Pflanzen, Kläranlagen oder wieder kompostiert werden können, zum Beispiel in Zukunft, wenn wir das dann alle verwenden? Es sind so, wo kaufe ich ein? Woher kommt meine Kleidung? Ja, ist das Biobaumwolle? Ist es vielleicht sogar ein Betrieb, die dann die Kleidung wieder zurücknehmen, wo dann wieder Kleidung draus gemacht wird? Welche Möbel kaufe ich? Welche Leuchtmittel kaufe ich, wobei ich darauf achten darf, dass die wieder gesund sind für meine Zirbeldrüse. Weil der Großteil der Leuchtmittel, die im Moment verkauft werden, ein Flimmern haben, das schlecht für die Zirbeldrüse ist. Das ist eine kleine Drüse in der Mitte unseres Gehirns, die uns nicht nur eben auf hormoneller Ebene unterstützt, indem sie Serotonin produziert, Melatonin, also in Umbaustoffen,
aber die uns auch hilft, intuitiver zu sein. Und uns quasi in dieses kollektive Feld einzudocken, ganz wichtig. Ach, es gibt so viel. Und es gibt so viele wunderbare Dinge, die wir tun können, einfach damit es uns gut geht, wie mal die Schuhe ausziehen und barfuß rennen. Und da wieder Kontakt aufnehmen und unser Immunsystem stärken und unsere Verbindung zur Erde stärken. Und dann irgendwann mal anfangen, diese Erde wieder zu lieben. Die Pflanzen zu lieben, die Tiere zu lieben, weil ich sie plötzlich wieder spüre und weil ich plötzlich wieder mich daran erinnere, dass ich ein Teil der Natur bin. Oh, und dann werden das plötzlich wie so Brüder und Schwestern, die Pflanzen und die Tiere und die Steine und die Böden und die Elemente. Und dann spüre ich plötzlich eine Liebe, kann auch wieder mehr Liebe zu mir selbst spüren und merke, dass ich gar nicht dieses, jetzt kommt ein komisches Wort, dieses Prostitutionsspiel spielen muss an, ich muss irgendwie beweisen, dass ich liebenswert bin und damit ich ein Teil von etwas bin, von einer Gruppe bin, sondern ich bin es ja eh schon. Und dann komme ich irgendwann drauf, dass ich Liebe bin. Dass das, was ich wirklich bin, ja auch nicht eben hier endet an dem Körper, sondern dass das ein Wesen ist, das hier auf die Erde gekommen ist, um eine Erfahrung zu machen. Und auch, dass ich nicht zufälligerweise jetzt in dieser Zeit inkarniert bin, sondern dass ich mit dieses Ende dieses langen dunklen Zyklus ausgesucht habe, um ein Teil der Veränderung zu sein, die jetzt diesen neuen Zyklus, dieses goldene Zeitalter startet, beginnt. Und dass das auch nichts ist, was von außen auf mich zukommt. Ich werde da schon unterstützt natürlich von der Zeitqualität, aber es wird aus uns geboren. Und dass ich ein wesentlicher Teil, dass ich ein Pionier bin auf dieser neuen Erde, indem ich mich zur Verfügung stelle, mein Leben zur Verfügung stelle, dass dieses goldene Zeitalter aus mir geboren wird. Ich meine, wow, das ist, also wir sind alle so großartige Wesen und so mutig gewesen, dass wir jetzt in diesen Übergang inkarniert haben, wo wir uns verabschieden dürfen aus all dem, was wir gelernt haben. Und jetzt quasi diejenigen sind, die diesen Shift machen, die das Alte noch gelernt haben und jetzt ins Neue hinübergehen. Und das ist natürlich, also das ist ein Transformationsprozess, das ist auch nicht leicht immer. Wow, ja, das ist so, so, so wichtig, weil ja, ich kenne diese Momente, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, also man ist so in seiner Welt und ich habe auch wirklich so, so sehr diesen Fokus auf dieses Neue. Ich konsumiere auch gar nichts von diesem Alten, ob das jetzt Medien ist, ob das, irgendwie immer wieder werden so Sachen an mich herangetragen und ich merke so, dass das prallt einfach so an mir ab, so okay. Und da bin ich immer wieder auch erstaunt, teilweise wie auch teilweise sehr wache und auch spirituelle Menschen doch auch immer noch sehr stark den Fokus auf diese alten, destruktiven Dinge haben und es ja dadurch auch irgendwie am Leben erhalten, wenn man immer wieder darauf irgendwie zu sprechen kommt. Und wenn ich dann zum Beispiel, weil du gerade erwähnt hast, was man einkauft, wenn ich dann mal in so einen Supermarkt gehe, dann habe ich schon so Momente, wo ich dann so merke, wow, okay, das gibt's ja doch alles noch, wenn ich dann durch diese Regale laufe und als sich vegan ernährende Mensch, ich esse keinen Zucker, ich trinke keinen Alkohol und ich laufe einfach an diesen Regalen reihenweise vorbei und merke, da ist nichts für mich dabei, was ich mit gutem Gewissen und da merke ich dann immer so, wow, okay, doch, das existiert doch noch ganz schön. Und da kann es natürlich, glaube ich, wenn man da nicht so ein bisschen oder sich nicht wirklich bewusst auf dieses Neue konzentriert, kann es da einen da doch, glaube ich, schnell auch ein bisschen frustrieren und irgendwie einem, weißt du, was ich meine? Also, dass man dann so denkt, so, oh, ist das irgendwie so ein Kampf gegen irgendeinen viel zu großen Gegner irgendwie? Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man eben das nicht bekämpft, oder? Dieses Alte, sondern eben das Neue
das Neue lebt. Das ist ein Riesenunterschied, auch von der inneren Haltung her. Also kämpfe ich gegen das Alte an oder lebe ich einfach direkt das Neue und schaue eben, wo ich wirken kann? Es ist ja extrem anstrengend, gegen das Alte zu kämpfen. Mhm. Und es ist super frustrierend. Und ich spreche da aus Erfahrung. Also bei mir war es so, die aktive Phase des dagegen, also Kämpfens, war 2019, wie mir plötzlich klar geworden ist, wie plötzlich diese ganzen 5G-Türme aufgetaucht sind, überall, wo man hingefahren ist. Und ich mich recht intensiv auseinandergesetzt habe mit elektromagnetischen Frequenzen, auch dass ja unsere Zellen und unsere Organe alle elektromagnetisch funktionieren. Und weil ich gemerkt habe, auch physisch, es tut mir einfach nicht gut, wenn ich das Handy ans Ohr halte, habe ich irgendwie was gespürt. Wenn ich bei Sendern vorbeigefahren bin, habe ich was gespürt. Und dann habe ich versucht, irgendwie da Briefe an die Politik zu schreiben und auf Demos und mitzuorganisieren und habe eine eigene aktivistische Plattform gehabt und Interviews geführt und Videos gemacht. Das war so anstrengend und so frustrierend, weil man hat ja immer die gleichen Antworten bekommen und es war einfach so klar, dass das ein abgekartetes Spiel ist, weil wenn ich von jeder Partei das gleiche Antwort kriege und von anderen Aktivisten höre, auf der ganzen Welt ist das Gleiche, aber immer mehr Menschen kennenlernen, die elektrosensibel sind, also die nicht, das ist nichts, was irgendwie verrückt ist im See bei den Bäumen, dort, wo die Strahlungskeulen reinfahren, dass die Bäume kaputt gehen, etc. Dann kam 2020. Dann kam die ganze Wuff-Recherche an was für Schattenregierungen gibt es, was für Rituale werden da praktiziert, Rituale auch um in Kombination mit den Medien, um quasi Menschen dazu zu bringen, zu glauben, was sie in den Medien hören, was ich nach wie vor irgendwie schwer verstehen kann, wie man das glauben kann, was im Fernsehen erzählt wird. Aber für viele ist es ja noch, das ist so. Ja. Also es werden immer weniger, weil jetzt doch immer deutlicher wird, was da falsch kommuniziert wurde in den letzten 3 Jahren, welche Konsequenzen das hat. Das erzählen die gleichen Medien, jetzt betreiben Aufklärung darüber, die aber noch vor 2 Jahren genau das Gegenteil geschrieben haben. Ja. Also auch ein interessantes Thema, wie diese Kontrolle von Milliarden an Menschen funktionieren kann durch die Medien. Aber dem widmen wir uns jetzt nicht, sondern Lösungen. Ab dem Moment, wo mir das klar geworden ist, dass ich mitkreiere als schöpferisches Wesen das, wogegen ich kämpfe, genau. Weil das ja eine schöpferische Energie ist. Und wenn ich mich jetzt 90% meiner Zeit mit den Verschwörungen beschäftige, und mit dem Grauen und mit den schlimmen Auswirkungen und mit der Angst, was diese Manipulation für physische Auswirkungen mit meiner Familie, in meiner Familie haben wird und psychische sowieso auf allen Ebenen, bin ich da quasi wie gefangen und halte das am Laufen, das ganze System, weil ja alles Energie, Frequenz, Schwingung ist, alles, und unsere Gedanken und Gefühle sind Energie, Frequenz, Schwingung, also, und da wurde mir so klar, wow, aus dem Spiel will ich aussteigen. Und aus dieser Erkenntnis ist dann das Manifest der neuen Erde entstanden. Weil ich gemerkt habe, so, hey, wenn ich jetzt meine Aufmerksamkeit darauf lenke, was wir tun können, was es für Lösungen gibt auf der ganzen Erde, wie wunderbar unser Leben sein kann, wie schön, wie gesund, wie wir alles wieder renaturieren können, in den Kreislauf zurückbringen können, wie wir beginnen können, unseren Kindern wieder Räume zur Verfügung zu stellen, wo sie ihr Potenzial entfalten, uns, wie wir wieder zu Künstlern werden, Handwerke zu schätzen wissen, wie wieder das Reisen eine neue Qualität bekommt, wie wir neue Geldsysteme, Tauschsysteme, Schenksysteme ausprobieren können, eine neue Form von Verwaltung, wie wir Gefängnisse sogar verändern können, ja, wo es darum geht, hey, warum konnte das überhaupt passieren, dass jemand das und das tut und wie kann er wieder zurückfinden in sein Herz und wie kann er wieder das Gefühl bekommen, dass er noch immer ein wertvolles Wesen ist, der auch was beizutragen hat
und dieses Geschenk auspacken kann, das er vielleicht nie auspacken durfte und deswegen wumm, in irgendeine destruktive Handlung gerutscht ist. Wie ist unser Leben, wenn wir wieder Wildkräuter wissen, also das Wildkräuterwissen haben, das Heilwissen, Heilungsräume erschaffen haben? Also all die Punkte, die im Manifest strukturiert und klar aufgelistet sind. Es wird so anders und mein Leben ist so anders geworden, weil mir begegnen jetzt ganz andere Menschen. Mir begegnen, ich sehe alles nur mehr als Lösung. Ich sehe, ja, da ist irgendwie so, oh, wir brauchen eine Lösung, da gibt es doch bestimmt irgendwo eine Lösung. Und wie du vorhin erzählt hast mit deiner Tochter, da kommt die Tochter rein und gibt dir den Namen für deinen Podcast. Sag ich, das Ding braucht eine Lösung und die Lösung kommt. Weil mein ganzes System so ausgerichtet ist mittlerweile darauf, dass es quasi zu einem Lösungsmagneten geworden ist. Das ist, ich kann das zu 100% bestätigen. Also auch hier allein nur dieser Podcast, ja, was da für Menschen jetzt sich versammelt haben um mich herum, welche Verbindungen da entstanden sind. Und interessanterweise sind die auch wiederum alle oder viele davon miteinander vernetzt. Also zum Beispiel, wir hatten vorhin auch schon das Thema Schule, wo ja, glaube ich, ganz viel auch schon angelegt wird, eben von diesem Begrenzungen und das kannst du nicht, die Bewertungen und sowas. Habe ich mit Ricardo Leppe auch schon eine Folge gemacht, den kennst du natürlich auch wiederum. Ihr habt auch schon Videos zusammen gemacht. Ja. Und Wildkräuter hast du gerade erwähnt. Ich war jetzt vor wenigen Wochen, als wir in Österreich reisen waren, habe ich den Elias Leppe, den Bruder von Ricardo, getroffen. Und wir waren Wildkräuter sammeln mit den Kindern und hat uns ganz viel darüber erzählt. Und wir haben dann daraus das entsaftet und sowas. Und ständig die Leute, Gottfried Prinz, ja, kennst du auch, ja. Und diese, ich habe heute in der Früh eine Dattel gegessen von ihm. Ja, ich gestern Abend die letzte. Und da merke ich, dass auch diese Verbundenheit, die wir ja alle, alles ist miteinander verbunden. Und das wird da so deutlich, wenn man sich da mal auf diesen Weg begibt, was da entsteht, was da aufgeht, das ist einfach nur magisch. Und automatisch, jetzt gerade auch, wo du das so angesprochen hast, das merke ich auch in meinem Podcast, wie viel unterschiedliche Themen ich davon ganz intuitiv schon abgedeckt habe, ohne mir Gedanken zu machen, oh, was brauche ich jetzt an meinem Podcast, sondern es kommen die Leute, die auf einmal sind da und wow, ja doch, lass uns doch über dies oder jenes sprechen oder wir jetzt machen hier diese Folge. Das ist so, so magisch und wenn man da eben wieder in dem Vertrauen auch ist, an dass das kommt und dass das alles da ist, es ist ja alles da, wow, dann entstehen wirklich die wundervollsten Dinge und ich glaube, genau das ist der Weg und da dürfen wir hin. Ja, und zwar alle. Es ist ein magisch, hat ja auch so, ist ja auch so verdreht worden im Laufe der Zeit mit schwarz-magisch, aber magisch im weißesten, im hellsten, wunderbarsten Sinne kann jeder Ausflug, also Ausflug aus dem Haus in den Garten oder aus der Straßenbahn oder aus dem Zug, mit dem Zug in den Wald, kann zu einem magischen Ausflug werden, wenn ich plötzlich mit ganz anderen Augen sehe, wenn ich plötzlich nicht mehr rausgehe in einen Wald und ich gehe im Wald und bin in meiner Gedankenwelt und gehe so durch den Wald, sondern wenn ich da einen Wald betreten darf, ein Universum, ein großes, heiliges Ökosystem mit Selbstheilungskräften, wenn ich weiß, dass ich da in den Wald hineingehe und dort die Terpene herumfliegen und ich die einatme und die mein Immunsystem stärken, wenn ich weiß, dass das Grün des Waldes im Frühling meine Leber heilt, ja, zum Beispiel, wenn ich weiß, ich knie mich auf den Boden, rieche an dem Humus im Wald und atme da bestimmte Pilzsporen, Mikroben, Mikroorganismen ein, die wiederum mit dem Mikrobiom in meinem Darm in Resonanz gehen. Da bin ich ja noch nicht mal auf einer spirituellen Ebene gelandet, sondern einfach auf dem biochemischen Austausch. Wenn ich dann allerdings noch eine weitere Brille ablege und noch eine, lande ich irgendwann mal in einem magischen Universum, wo jede Pflanze, jeder Pilz, jedes Tier eine eigene Wesenheit ist,
mit denen ich auch kommunizieren kann. Und ich durfte vor ein paar Wochen eine so schöne Erfahrung machen. Da wurde ich eingeladen von Professor Maximilian Moser, von Max, auf eine Alm zu fahren. Da hat er ein Klavier hinaufgebracht, ein elektronisches, und hat dieses Klavier mit einem speziellen Gerät, mit einem Baum verbunden. Und dieser Baum hat begonnen, mit uns zu kommunizieren. Also der war am Anfang, hat man gemerkt, war Verwirrung, dann war Stille. Und ab dem Moment, wo wir mit dem Baum Kontakt aufgenommen haben und dann schon eine Zeit lang dort oben waren, das Filmteam und Musiker und der Georg Lexer, eben ein Freund von Max, die das beide organisiert hatten, hat der Baum begonnen, Harmonien zu spielen über das Klavier. Ja, das Klavier war wie sein Sprachrohr. Und hat dann mit uns musiziert. Ich durfte Szenen lesen aus dem kleinen Prinzen und aus Momo. Was schön war, weil das war so ein Lieblingskinderbücher von mir auch und auch von meinem Sohn. Und dann hat der Baum begonnen, dazu zu musizieren. Wow. Und dann haben wir das auch ausprobiert mit einem, ich glaube, es war ein Weißklee auf der Wiese und mit anderen Kräutern auf der Alm. Ich habe jetzt auch so ein Gerät hier. Die reagieren. Die Pflanzen reagieren auf uns. Wir wissen ja auch, dass die Kräuter im Garten wachsen, die wir brauchen. Dass sowieso die Heilkräuter bei uns wachsen. Dass wenn ich barfuß gehe auf der Wiese, die Mikroben aus meinen Fußsohlen quasi in Kommunikation gehen mit den Mikroben im Boden, den Boden informieren. Der Boden ist wie so ein Internetnetzwerk, Wurzelnetzwerk, da wird die Information weitergegeben. Das ist plötzlich ein Universum, wo ich nicht mehr durchlatsche mit, ich habe in der Schule gelernt, das ist ein Baum, und ich gehe dran vorbei, sondern dann fange ich auch an, fängt mein Herz da hinzuziehen, und dann gehe ich vielleicht mal und berühre mal so die Borke von einem Baum und rieche sie und sehe im Winter die verschiedenen Grün, dieses Silberblau-Grün, gemischt mit dem Dunkelgrün von den Moosen und Flechten und den Brauntönen und im Frühling. Also da kann ich ja nicht mehr, also fad kann mir sowieso nicht mehr werden und allein kann ich mich auch nicht fühlen. Es ist ein Riesengeschenk. Es hat vielleicht nicht jeder so diesen, wird nicht jeder so eine Nähe und eine Liebe zum Wald entwickeln, aber vielleicht zu was anderem, vielleicht zum Wasser oder vielleicht zu anderen Menschen hilfreicherweise, wo dann sagt, das liebe ich, das will ich schützen. Das ist so wichtig. Auch wäre eigentlich die Aufgabe, denke ich, einer Schule, diese Liebe in uns, die vielleicht für eine Zeit lang verschüttet wurde, wieder wach zu küssen. Weil das, was wir lieben, das werden wir schützen, das wollen wir besser kennenlernen. Das ist eigentlich das Geheimnis des ganzen Lebens, das Lieben. Ja, und Kinder bringen das ja ganz natürlich mit. Also ich meine beiden Mädels, wie oft die mich an so Dinge erinnern durch das, was sie tun. Also meine Kleine ist jetzt fest davon überzeugt, sie wird Tierretterin, wenn sie größer ist. Sie fängt jetzt schon an, alle Tiere irgendwo zu retten und sich darum zu kümmern, eben diese Liebe den Tieren entgegenzubringen. Und die Große ist jetzt auch eben durch Treffen mit Elias Leppe zum Beispiel einfach super in diesen Kräutergeschichten drin und interessiert Wow, sich da mega und schön. erkennt da feinste Unterschiede und sowas. Aber wir lassen sie einfach. Also es ist nicht so, dass ich sage, so, wir lernen jetzt über dies oder jenes, weil ich das jetzt für wichtig empfinde, sondern sie machen das aus seiner eigenen Motivation, aus seiner eigenen Begeisterung heraus und bringen ja diese Verbundenheit zu all diesen Dingen, die du jetzt schon erwähnt hast, ganz natürlich mit. Und ich denke, genau das ist es, was wir erhalten dürfen bei den Kindern. Und auch diese Kinder, die jetzt auf die Welt kommen. Also nicht nur bei meinen eigenen Kindern, ich beobachte das auch bei vielen anderen Kindern. Ich habe das Gefühl, die kommen schon mit einem anderen Bewusstsein hier an. Die sind bereit für was Neues und die passen auch nicht mehr in dieses Alte rein. Ich kenne ganz, ganz viele Familien, die versuchen, da irgendwie noch mitzugehen, aber das Kind macht einfach nicht mit. Es funktioniert nicht mehr. Und, oder? Das ist schon so auch so eine neue
neue Generation, die jetzt. Jetzt kommen wirklich die das umsetzen, die das gar nicht mehr auch so die Transformation vom Alten ins Neue machen wollen, also in das Bewusstseinsfeld tragen. Wir sind da ja so die quasi die Pioniere, die das Alte kennen und das Neue, quasi diese Umwandlungsenergie und Information ins Feld hineinsetzen. Aber die kommen schon, um das Neue zu leben. Und die lassen sich auch nicht mehr ins alte System reinwürgen. Und wenn wir dann irgendwie schlau sind, geben wir ihnen nicht Psychopharmaka und versuchen sie irgendwie ruhig zu machen oder sie auch in diese Stereotypen, Fabriken, Schulen dressieren, sie hinein zu dressieren, sondern hören wir auf sie und entweder wir nehmen sie aus der Schule oder wir finden Schulen, die das eben schon zulassen, dass Kinder lebendig sind und Gefühle haben und sich bewegen wollen und Begeisterung, also lernen aus Begeisterung wollen, weil das ist ja auch das, wo auch Gehirnforscher wieder Gerald Hüther sagen, unser Gehirn braucht quasi diesen Dünger der Begeisterung, damit sich neue neuronale Vernetzungen bilden können. Und so lernen wir durch Freude und Begeisterung. Das ist auch das, was wir uns merken, weil alles andere ist 2 Jahre, also laut Gerald ist 2 Jahre nach dem Abitur sind 95% dessen, was wir uns mühsam eingetrichtert haben, weg, weil es nicht mit dem Begeisterungsklebstoff zusammengefügt wurde, sondern weil es reingequetscht wurde. Ich sehe das ja bei meinem Sohn, ja. Der war im Waldkindergarten in der Montessori-Schule, da hat er aus Begeisterung gelernt, jetzt lernt er, weil er Designer werden will und weil er weiß, wenn er die HTL abgeschlossen hat, er hat ein gutes Zeugnis quasi oder viele Chancen und hat auch viel gelernt, aber seit 5 Jahren ist er nur gestresst. Er hat zwar daneben auch eine Kinesiologie-Ausbildung gemacht, die ist aber leicht gegangen, weil die hat ihn begeistert. Also da passiert aber gerade, wenn du sagst Ricardo, ja. Also alle ihr, die einen Ricardo noch nicht kennt, Ricardo Lepper, ich glaube, Freiheit des Lernens ist seine Website, ist ein Geschenk. Wissenschaft, Freiheit, ja, genau. Oder Wissenschaft, Freiheit. Ich habe ihn auch getroffen jetzt vor einigen Wochen, war bei ihm zu Hause und haben auch nochmal über vieles gesprochen und er hat auch einen interessanten Satz gesagt, er meinte, die Schule ist eigentlich der Anti-Ort des Lernens. Es gibt eigentlich keinen Ort, wo wir ineffizienter lernen. Also er hat gesagt, er hat mich auch gefragt, kennst du ein Beispiel, wo du jahrelang dich mit etwas beschäftigst und am Ende nichts mehr übrig bleibt und du nichts mehr drüber weißt und mir ist wirklich nichts eingefallen. Also egal, ich habe mal als 6-Jähriger habe ich mal 2 Stunden Judo-Unterricht gehabt. Da kann ich mich noch an Sachen erinnern, während ich wirklich in gewissen Fächern in der Schule, die habe ich 10 Jahre teilweise gehabt, ich weiß wirklich nichts mehr drüber. Und das ist schon beeindruckend eigentlich. aber auch da ist es auch wieder wichtig, das ist, glaube ich, gut zu wissen. Und irgendwie weiß das auch jeder spürt das auch, dass auch Bildungs- und Schulsystem längst überfällig sind. Aber eben auch da wieder den Fokus auf das Neue richten. Ich habe ganz bewusst mit meiner Familie in unserem Weg was Neues gewählt und gesagt, okay, nein, das passt für uns nicht. Das fühlt sich nicht gut an. Und meine Kinder gehen eben nicht in die Schule. Und sind den ganzen Tag so beschäftigt, die hätten gar keine Zeit, in die Schule zu gehen. Und da eben auch für sich auch diese Selbstverantwortung dann zu behalten und sagen, okay, ich schaue eben, wie du es auch sagst, nach Lösungen und schaue, was ist für uns möglich. Und natürlich kann nicht jeder jetzt seine Kinder nicht in die Schule schicken, das ist auch klar, aber trotzdem, wir sind selber eben Schöpfer, wir kreieren selber und sich da dessen bewusst zu sein, glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig. Selbstverantwortung in allen Lebensbereichen. Auch in der, was mache ich mit dem, also wie verantwortungsvoll bin ich mit den Nährstoffen, die ich aus der Erde genommen habe? Was passiert denn mit denen, nachdem ich sie in meinen Körper aufgenommen habe? Auch schon spannend, was wähle ich aus, dass es zu meinem Körper wird, aber was passiert mit dem, was wieder quasi eigentlich der Erde gehört, was ich der Erde zurückgeben soll? Spüle ich das einfach beim Klo hinunter und sage, pff, ist nicht meine Verantwortung? Mit Trinkwasser oder baue ich zum Beispiel eine Komposttrenntoilette,
wo das super schnell kompostiert und wo ich es der Erde wieder zurückgeben kann. Und ich kann mit dem gelben Gold, das kann ich verdünnen und ich kann Pflanzen düngen damit. Oder wenn ich jetzt Medikamente genommen habe, dann kompostiere ich das Ganze heiß nochmal durch, damit diese Stoffe, die quasi die Pharmaka, damit das zerlegt und zersetzt wird, damit ich es dann auch guten Gewissens wieder auf die Erde tun kann. Ja? Weil ich würde jetzt nicht unbedingt, wenn ich in den letzten Jahren Pharmaka zu mir genommen habe, das sofort wieder auf die Erde raus tun, weil da ist ja echt viel passiert. Das ist ja nicht, also das ist ja nicht natürlich, was da passiert ist. Aber das kann ich kompostieren und die Mikroben im Kompost, die erledigen den Job. Ja. Also das ist auch so eine Geschichte. Das wurde uns wirklich abtrainiert, Verantwortung zu nehmen. Und es ist, was fließt bei mir aus dem Abfluss, was fließt bei mir, was mache ich mit braunem und gelbem Gold, was fördere ich, indem ich es kaufe. Das sind so die Sachen, die jeder, wo jeder die Verantwortung übernehmen kann, ganz leicht. Und es beginnt so schön zu werden auch. Weil es macht Spaß, irgendwie Waschmittel selber zu machen. Und wenn ich zu wenig Zeit habe, dann werde ich die Zeit finden, zu schauen, ob irgendjemand meiner Nachbarn das kann oder ob ich das irgendwo kaufen kann und dann wieder jemanden unterstützt, der das wieder gerne tut. So. Ja. So sollten wir uns jetzt in unsere Nachbarschaft vernetzen. Ah, mir fällt ein. Etwas würde ich gerne, darf ich noch teilen. Etwas, wie man nämlich an diese Nachbarn rankommen kann und das Netzwerk zu Hause, bei sich zu Hause aufbauen kann. Wir haben auf der Seite vom Manifest, steht oben, werde aktiv. Wenn ich da draufklicke, komme ich auf eine Seite, wo ich ein bisschen runter scroll und dann steht, werde Humusbotschafter oder veranstalte ein Humus-Event. Und dort steht eine genaue Anleitung, wie ich einen Humus-Vortrag halten kann, auch wenn ich Humus noch immer für Kichererbsenpüree halte. Jetzt nicht mehr, weil wir haben ja gehört, das ist der lebendige Teil der Erde. Wie ich den halten kann und wie ich meine Nachbarn einladen kann und was ich bei dem Event machen kann. Also, dass ich sie auch bitte, dass sie was Selbstgemachtes aus der Region mitbringen, das biologisch ist, idealerweise vegan, dass man auch drauf kommt, hey, das kann ja eigentlich ziemlich gut schmecken, vegane Geschichten. Der Vortrag ist einfach zu lernen, einfach zu halten. Da gibt es auch ein Video dazu und wir werden irgendwann Kurse machen, wie man das lernen kann, weil zu einem Humus-Vortrag einladen und sagt, hey, was können wir für den Humusaufbau in unserer Region tun? Und dann sitzt man plötzlich im Kreis mit Menschen, die neben denen man wohnt, die man aber noch nicht kennt, mit denen man noch nie gesprochen hat und hat zuerst gelernt über die Symbiosen im Boden, wie sich die Pflanzen und die Pilze und die Mikroben gegenseitig füttern und gegenseitig den Humus aufbauen, der ja die Basis allen Lebens ist. Und wie wichtig das Milieu ist, in dem die Pflanze wächst, kommen wir plötzlich drauf, hey, wir können ja ein Milieu bilden als Nachbarn. Wir können ja, jeder teilt, was er kann, was er geben kann, was er hat, was er teilen würde, was er braucht. Und dann höre ich da plötzlich von Menschen aus meiner Nachbarschaft Dinge, die ich noch nie gehört habe. Dass es da eine Nachbarin gibt, die sich super freuen würde, wenn sie für meine Kinder kochen könnte. Eine andere, die weiß, wo die nächste Quelle ist. Eine dritte, die sagt, ich habe zwar schon 30 Jahre keinen Essig mehr gemacht, aber du hast einen Apfelbaum. Ich weiß auch, wie man Apfelmus macht und ich kann euch das alles beibringen. Treffen wir uns doch zur Apfelerntezeit und verbringen einen Nachmittag miteinander. Ich bringe euch das bei und dann haben wir im Winter, falls wirklich mal der Strom ausfällt, dann haben wir diese Reserven. Wir wissen aber auch, wo wir hingehen können, wenn jemand, wer hat den Ofen, der uns warm hält und macht die Tür auf, wenn der Strom ausfällt, ja, und ich plötzlich drauf komme, so, ich habe weder Wasser, noch kann ich heizen, noch kann ich kochen. Über solche Dinge kann man auch sprechen. Das heißt, man hat auch eine Art Krisenvorsorge und gleichzeitig denkt man aber nicht an die große Krise, sondern wie schön ist es, weil wir bauen ja die neue Erde damit auf. Weil auf der neuen Erde wollen wir auch unabhängig sein und wollen wir so autark wie möglich werden. Und das ist ein super cooler, sind super coole Events jedes Mal. Es lernen sich Menschen kennen, es lernen sich Menschen lieben, es lernen Menschen miteinander zu wirken oder sogar Festivals miteinander zu gründen. Wow, Oder Schulen, alles schon passiert.
Das ist so schön, weil genau das führt zu diesen Gemeinschaften und zu dieser Verbindung und eben nicht das, was wir eigentlich auch dauernd vermittelt bekommen, glaube ich so von außen, wie ich es beobachte, eben diese Trennung und dieser Graben, der zwischen uns gegraben wird, sondern es führt uns eben zusammen und wow, das ist so, ja, da kann ich ja auch nur motivieren, da wirklich das einfach mal zu machen. Auch ganz viele, das ist auch ein wichtiger Punkt von mir noch. Zum Beispiel jetzt mit diesem auch Spendenmodell, was ich für mich jetzt gewählt habe. Auch hier den Podcast, ja, alles kostenlos. Man kann das gerne unterstützen, auch finanziell. Und viele sagen dann, ja, aber das kann nicht funktionieren. Du musst einen gewissen Betrag, du musst es dir auch wert sein und so weiter. Und eine Frage, die man da zurückstellen kann, ist eigentlich immer, hast du es selbst schon ausprobiert? Und dann kommt mal eigentlich immer nein. Und das ist genau das auch, genau das mal zu machen. Auch wenn du vielleicht deinen Nachbar überhaupt nicht leiden kannst oder sowas. Egal, lad ihn doch mal ein und versuch es. Probier es mal aus und schau, was draus entsteht. Unglaublich schön. Wow. Und ganz wichtig auch der Punkt ist eben nicht, weil du schon meintest, was ist, wenn der Strom weg ist und sowas, eben das nicht aus einer Angst heraus machen. Und eben um wieder das Alte zu bekämpfen und dafür bereite ich mich lieber vor, sondern es eben aus einer ganz anderen inneren Haltung heraus zu machen, nämlich den Fokus auf das Neue zu richten. Wir wollen eben autarker sein, wir wollen ja uns vernetzen und wieder in die Verbindung kommen. Unglaublich schön. Ja, es ist so das alte System. Wir kompostieren jetzt alle gemeinsam das alte System und lassen das neue System wachsen. Und ich glaube, dass diese ganze Veränderung, die wir jetzt auf dem Planeten erleben wollen, dass die ja sowieso schon passiert. Und dass immer mehr Menschen aufstehen und auch sichtbar werden in den wunderbaren Dingen, die sie tun und zu Leuchttürmen werden, die andere wieder inspirieren, dann mit ihrem auch auf die Bühne des Lebens zu kommen und das anzubieten. Und sei es Apfelmus, biologisches Apfelmus von Äpfeln, die gleichen Nährstoffe noch in sich tragen wie vor 50 Jahren, weil sie eben nicht gespritzt wurden, weil der Boden drunter nicht durch die ganzen Gifte, die da drauf kommen, zerstört wurde. Eisen zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade eben Texte geschrieben für die Living Earth und da habe ich einen Text wie geschrieben, der die Frage stellt, wie viele Äpfel musst du heute essen, um den gleichen Eisengehalt zu dir zu nehmen wie ein Apfel vor 50 Jahren? 24. Wow. Das ist nur ein Beispiel. Jede Karotte, jeder Salat hat nur mehr einen Bruchteil der Nährstoffe, weil sie eben nicht mehr im Boden drinnen sind. Und das können wir jetzt, ja, wir können so viel verändern. Es wird so, wir ahnen ja auch noch gar nicht, wie lebendig und kraftvoll und innerlich und äußerlich schön wir uns fühlen können, wenn wir wieder Wasser trinken, das gesund ist. Also das nicht so tot gemacht wurde durch lange Leitungen und Chemie, wo kein Fluor mehr drinnen ist, das uns deppert macht, unsere Zirbeldrüsen verkalkt. Sondern wenn wir jetzt am Anfang noch, solange es nicht aus den Leitungen kommt, die möglichst kurz gehalten werden, weil es überall gesundes Wasser gibt, jetzt zum Beispiel im Moment auch noch zu den Quellen gehen. Oder Filteranlage. Ich habe eine Filteranlage, die der Ricardo, von dem wir gerade gesprochen haben, der nicht, also der wirklich ein Genie ist, auf vielen Ebenen auch sehr viel Wasservorträge gehalten hat. Habe ich mir besorgt, das Wasser schmeckt. Und ich merke einfach, wie anders ist, wenn meine Zellen das Wasser aufnehmen können und nicht sagen so eigentlich so, ups, lass ich mal schnell durch den Körper, sondern sagen so, wow, daraus möchte ich bestehen. Gib mir mehr. Oh, so schön. Oh, ich könnte stundenlang mit dir weitersprechen. Es gibt einfach auch so viele Bereiche. Ich werde den Film unten drunter verlinken, auch die Website. Wirklich große Einladung, sich das anzuschauen oder eben anzuhören. Und dann genau in die Selbstverantwortung zu gehen und zu schauen, hey, wo darf ich jetzt anfangen? Wo darf ich wirken und kreieren? Wow, vielen, vielen Dank, Katharina. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, Chris.
So schön, mit Ja, dir zu sprechen. ich freue mich da auf alles, was noch kommt. Also du sitzt ja irgendwie an der Quelle. Wie ist dein Gefühl und deine Einschätzung? Du hast jetzt schon gesagt, und genau das Gefühl habe ich auch ganz stark. Es tut sich unglaublich viel. Viel ist natürlich im Hintergrund, was man so nicht mitbekommt. Ist ja im Thema Schule oder sowas auch so. Wenn man da mit Ricardo mal so persönlich spricht, da ist schon beeindruckend, was da alles schon läuft hinter den Kulissen. Wie ist das jetzt auch nach deinem Film, vielleicht noch so als Abschluss, so eine aktuelle Einschätzung? Wo stehen wir da im Moment? Gefühlsmäßig, ich kann es nur gefühlsmäßig sagen, weil es ist so, sind wir gut im Rennen? Ich glaube, dass wir das Wildeste schon hinter uns haben, sage ich jetzt deswegen. Also es kann natürlich sein, dass nochmal irgendwie jetzt, nachdem die ganze Virusgeschichte ausgebreitet wurde und diese Karte ausgespielt wurde, dass da jetzt noch ein paar andere Kriegsgeschichten, dass da jetzt noch etwas anderes möglicherweise auf uns zukommt, wo wir aber sagen können, ich meine, wenn wir mit unseren Nachbarn vernetzt sind, brauchen wir keine furchtbare Angst zu haben, zum Beispiel vor einem Blackout oder vor einer Lebensmittelknappheit, weil dann haben wir einfach vorgesorgt und sind gut vernetzt. Und vor 200, 300 Jahren hätten wir gesagt, so what, ja? Oder was ist Strom? Erst diese Abhängigkeit, also da können, das ist das Schöne, wo uns all das dunkle, wilde, was bis jetzt passiert ist, hat uns wachsen lassen, hat uns mehr dazu getrieben. Es hat uns quasi das Feuer unterm Hintern gemacht, in die neue Zeit zu gehen, in die neue Erde zu gehen, die Lösungen zu finden und zu vernetzen, unser Bewusstsein zu erweitern, unsere Abhängigkeit von den Medien mal zu hinterfragen und zu sagen, so, wie kommt ich nur, ja. Also ist ein riesengroßes Trainingslager. Und wenn wir Ja sagen zu dem, wofür wir hier sind, und wenn wir diesen Mut haben, vom Ufer loszulassen, schon losgelassen zu haben oder zumindest schon eine Hand losgelassen haben, dann werden wir geführt, dann kann uns im Grunde genommen nichts passieren. Also wenn wir beginnen, wirklich auf unser Herz zu hören und uns zu vernetzen, dann sind wir da schon durch und sind auch schon in einer Art von Paralleluniversum gelandet. Also ich habe das irgendwann beschlossen, Anfang 20, nachdem ich das irgendwie, ich habe ja schon 2019 die ganze Geschichte, die passieren wird, als Drehbuch begonnen zu schreiben. Deswegen war mir das jetzt irgendwie nicht neu. Also ich habe ja schon im Frühling 2020 davon geschrieben, auch auf Facebook, wartet, sie werden euch so viel Angst machen, dass ihr dann nach der Spritze schreit und nehmt sie dann aber einfach nicht. Weil mir das schon von vornherein, es war einfach klar zu abzulesen, ja. Insofern sage ich, wenn wir uns auf das Neue ausrichten, dann hat sich das schon geteilt. Ich habe zum Beispiel auch nie eine Maske getragen. Ich habe natürlich auch das Angebot der Impfung abgelehnt. Es sind alles Angebote, die wir annehmen oder ablehnen. Und es gibt immer die Möglichkeit, auch wenn es noch so wild aussieht, das Angebot, das von der alten Welt gemacht wird, abzulehnen. Und insofern können wir jetzt schon die neue Erde leben, weil die Nischen sind da, die Menschen sind da, die Netzwerke sind da. Sie entstehen teilweise, entstehen ja ganz viele neue Netzwerke jetzt, so wie auch unseres, das natürlich durch das Manifest schon eine Community hat und eine Basis hat. Ich denke, es wird schon noch ein paar Jahre dauern, bis es ganz durch ist. Also ich schätze mal so, in den 30er Jahren werden wir wahrscheinlich schon so sagen, dass wir wirklich schon zurückschauen können. Bis dahin ist eben jeder einzelne Mensch gefragt, das ein Teil des Neuen zu werden. Dadurch wird das Alte automatisch schwächer. Wir glauben dem nicht mehr, wir kaufen es nicht mehr. Wir nehmen das Angebot, das uns von den Medien gegeben wird, wir nehmen es nicht mehr an. Wir nehmen das Angebot der Nahrungsmittel, die keine Lebensmittel sind, nehmen wir nicht mehr an. Wir nehmen schon das Neue. Wir ziehen die Sachen nicht mehr an, wir bauen die Sachen nicht mehr. Wir verteilen die alten Ideen nicht mehr, wir schauen uns die alten Filme nicht mehr an. Und dadurch entsteht eine Parallelwelt und die ist schon entstanden. Das ist so mein Ding. Ich kann jetzt schwer sagen, puh, sie werden jetzt noch den Invasion der Außerirdischen Trick anwenden.
um zu verschleiern, dass es da schon Kontakte gibt und die zu den Bösen machen, was auch immer. Ja, es gibt ja so ein paar Gerüchte, die sich immer wieder durch Zeichen lesen lassen. Aha, jetzt spricht das Pentagon schon von Außerirdischen, da, da, da. Das könnte vorbereitet werden, dass das kollektiv als Idee infiltriert wird, dass es da böse Außerirdische gibt. Man kann sich auch immer Filme anschauen und sagen, hey, da wird uns etwas gezeigt, was als Angebot in die Matrix gespeist wird. Zuerst als Film, dann als kommt es aus den Medien und wird so getan, als ob es real ist. Wird dadurch auch real, weil wir es als Manifestatoren der Realität durch unsere Tätigkeit als Generatoren, als Wirklichkeitsgeneratoren in die Realität bringen. Oder wir lehnen dieses Angebot ab. Dankeschön. Aber ich mache das anders. Es ist alles eine Entscheidungsrallye gerade. Ja, wo wir wieder beim Thema der Selbstverantwortung sind, denke auch das Thema, wie du sagst, die Entscheidung, wir können uns immer selbst entscheiden, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, sich dessen bewusst zu sein. Und die innere Haltung, die ja damit einhergeht. Ich hatte das ganz schön im Gespräch mit André Stern, wo es eben um unsere Haltung gegenüber den Kindern geht. Und dass damit eigentlich schon so gut wie alles eigentlich erledigt ist. Und ich habe auch diese, weil du auch diese Zeit jetzt erwähnt hattest, ich bin letztes Jahr, im Februar, bin ich von Schweden bis nach Portugal gefahren. Und da wurde mir gesagt, ah, das geht nicht, die Grenzen sind zu und was weiß ich was. Und für mich war aber völlig klar, so meine innere Haltung war, selbstverständlich geht das, es wird überhaupt kein Problem sein. Auch ich habe das Angebot, sag ich mal, der Impfung abgelehnt und ich habe auch keine Maske getragen. Ich habe mich auch nie testen lassen. So, weil für mich war klar, okay, das gibt's wohl, aber ich will damit nichts zu tun haben. So, das findet in meinem Leben einfach nicht statt. Es hat keinen Platz. Ich bin losgefahren in Schweden und bin ein paar Tage später in Portugal angekommen und es war nichts, also gar nichts, nicht ein kleiner irgendwas Vorfall, irgendwas, wo ich gesehen habe, es ist so entscheidend, mit welcher auch eben inneren Haltung du da rausgehst und dann ziehst du die entsprechenden Sachen auch an oder eben halt auch nicht. Und für mich war klar, es wird überhaupt kein Problem sein, nach Portugal zu fahren und über sämtliche Grenzen, ich weiß nicht, wie viele es in der Summe waren, es waren einige, nichts, das war nichts, das war alles total entspannt und die Leute, ja, das kann doch nicht sein und da wird immer was ganz anderes berichtet, aber nein, das ist meine Realität, die ich mir schaffe und da, genau, in diese unglaubliche Kraft, die wir haben, da wieder hinzukommen und dann daraus zu kreieren und zu schöpfen, oh, wenn wir das machen. Das sind ja auch so kleine Sachen, die man macht, wenn man es noch nicht gewohnt ist, wo man erst merkt, so, oh, da sprenge ich jetzt eine eigene Grenze. Und plötzlich bin ich ein Stück größer und ich bin wieder ein Stück größer und ich bin wieder ein Stück größer und wieder ein Stück größer. Und das können ganz kleine Sachen sein, wo ich vielleicht auch mal einfach an einem Tag oder jeden Tag was Neues mache, was ich noch nie gemacht habe. Das ist auch so ein kleiner Trick, wo man so seine Box erweitern kann. Irgendetwas, was ich nie gemacht habe, was ich bis jetzt immer mehr gedacht habe, wenn ich das mal mache, dann schauen mich die Leute schief an. Und dann merkt man so, hey, ich sterbe ja gar nicht dran. Oder hey, da lächelt mich sogar jemand an, weil er das auch cool findet. Oder hey, der Große merkt das ja gar nicht. Ob ich da jetzt an einem Brunnenrand entlang balanciere, ob ich irgendwo ein Liedchen zu singen beginne oder was auch immer. Ja? Oder eben früher keine Maske aufgehabt, aber in Wien ist noch immer Maskenpflicht, keine Maske aufsetzt. Ich kann ja auch mal sagen, okay, ich setze keine Maske auf und stecke mir einen Strohhalm in den Mund und trinke halt die ganze Zeit. Das ist auch eine Möglichkeit, so eine Vorstufe Selbstermächtigung. Ja. Eine Frage kommt mir gerade noch, die auch an mich öfter herangetragen wird. Es geht um die, sag ich mal, Dualität hier auf dieser Erde. Wie formuliere ich das? Also, wenn wir jetzt dieses Neue kreieren und wir davon ausgehen, es gibt immer beides, dann würden wir ja doch irgendwie aber auch das Dunkle ja trotzdem in irgendeiner Form hier immer haben.
Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Es hat immer alles eine helle Seite und eine dunkle Seite. Und je größer das Helle, desto größer das Dunkel. Ich habe Genau. ein bisschen ein anderes Bild, das mir Armin Riese geschenkt hat, nämlich dass im Grunde genommen, was gibt es, was nicht göttlich ist? Und für mich ist es nicht so, dass automatisch, also für mich ist es ein bisschen so eine Falle, dass ich Angst habe, quasi, wenn ich jetzt ins Licht gehe, dass automatisch der Schatten wächst. Nein, es wird nur einfach mehr Licht auf das geschienen, den Schatten, der da ist. Deswegen sind auch so viele Menschen, ich auch, im Moment konfrontiert mit alten Schattenthemen, weil die einfach sie geklärt werden wollen, damit wir ohne diesen Ballast durch das Nadelöhr durchpassen. Ja? Weil der Rucksack ist so groß und das Nadelöhr ist jetzt nicht so groß. Das Nadelöhr, da passen wir voll durch in unserem ganzen göttlichen Wesen, aber eben in der reinen, puren Essenz. Deswegen taucht jetzt viel auf. Das Bild, das ich in meinem Herzen spüre, wo mein Herz sagt, ja, es ist alles göttlich. Es gibt aber die Entscheidung von Wesenheiten, die in verschiedensten, also als personifizierte Wesen oder als Entitäten oder als große Gedankenkonstrukte, die sozusagen zu einem eigenen Wesen werden, sich für das Dunkle zu entscheiden. Die sind aber noch immer in dem Raum des Lichtes. Und es ist, also für mich ist es gar nicht so, ja, es gibt das Spielfeld hier auf der Erde, wo wir ja nur einen minimalen Ausschnitt der Dimensionen zur bewussten Verfügung haben als Spielmöglichkeiten, außer wir versenken uns so tief hinein und gleichzeitig hinaus, dass uns andere Dimensionen noch zur Verfügung stehen. Aber normalerweise als Mensch haben wir jetzt halt bestimmte Wahrnehmungsfähigkeiten zur Verfügung. Natürlich gibt es eben aber immer Dimensionen, in denen wir gleichzeitig drinnen sind, wo es dann irgendwann mal eine Dimension gibt, wo es einfach nur mehr das Göttliche gibt, wo auch das Böse eine Spielform ist. Also ich kann jetzt nicht die eindeutige Antwort geben, es gibt nur das Gute oder die Ablenkung, aber es ist das Böse ist die Ablenkung, das Wegwenden vom Göttlichen, es ist, kann jetzt nicht mehr sagen, es dient, weil das Böse dient ja auch. Im Moment dient das Böse dem Erwachen. Es ist so ein sehr verschachteltes, aber die Perspektive finde ich auch wichtig, mit hineinzunehmen, dass auch die Menschen, die sich zur Verfügung gestellt haben, jetzt quasi der dunklen Agenda, und wir gehen jetzt nicht in Theorien hinein, aber es gibt da offensichtlich schon etwas global Gesteuertes, sonst wird das jetzt nicht überall gleich aussehen, bewusst oder unbewusst, dass die dienen ja dem Guten, weil wir würden wahrscheinlich jetzt nicht so dastehen und so, wow, wir bauen die neue Welt auf, wir bauen die neue Erde, wir renaturieren, wir sind jetzt draufgekommen, welches Potenzial in uns allen steckt, wir vernetzen uns jetzt, wir gründen neue Schulen, Humus-Initiativen, Humus-Events. Das würden wir ja gar nicht tun jetzt im Moment, wenn wir nicht so deutlich serviert bekommen hätten, dass das alte System dem uns einfach nicht dient und dass es an uns ist. Das beginnt dann so cool zu werden, und ich merke im Feld, also sprich in der Kommunikation mit Menschen, die so einen integralen Blick haben und die sehr vernetzt denken, dass das ungefähr ich würde sagen, seit Frühling im Feld ist, dass man plötzlich beginnt darüber zu sprechen, welche hilfreiche Rolle auch die Dunklen spielen, indem sie bestimmte Dinge forciert haben, indem sie immer offensichtlicher machen, dass da ein abgekartetes Spiel gespielt wird und die Möglichkeit uns erst zur Entscheidung bewusst machen, weil wir einfach immer deutlicher gesehen haben, ich glaube, es ist so, ich glaube, es ist so, mag ich aber nicht, mag ich aber nicht, mag ich aber nicht, bis es mich irgendwann rausschießt und ich sage so, oder aus der Matrix rausschießt und ich sage so, ich erkenne erst jetzt, wie begrenzt alles war. Durch die Hüte der Begrenzung. Wie auf der Reise, das ist auf der Heldenreise. Der Held braucht ja quasi den Antagonisten, der im Endeffekt das Gleiche will wie er, spannenderweise. Und er braucht die ganzen Torhüter und Torwächter und er braucht
quasi das Alte muss wirklich schlimm werden, damit er die Reise beginnt. Damit so unbequem wird, dass er aus der Welt des Gewohnten ausbricht erst. Und das ist das, was wir, ja, lustig, habe ich dich auch noch nicht zugesehen, dass wir jetzt quasi gerade so die neue Heldenreise beginnen gemeinsam. Das ist schön, weil sich das total deckt mit dem, wie ich das auch wahrnehme. Interessanterweise auch oder typischerweise auch wieder durch meine Kinder, meine größten Lehrer, auch wieder sehr inspiriert, die nämlich mir neulich die Frage gestellt haben, gibt es eigentlich Gut und Böse? Und dann habe ich zurückgefragt, ja, wie meinst du das oder wie kommst du auf diese Frage? Ja, und dann hat es eben genau meine Älteste auch gesagt, ja, weil wenn ich jetzt irgendwas falsch mache zum Beispiel, dann lerne ich ja daraus, dass es nicht so gut war. Also ist es ja irgendwie auch wieder was Gutes. Das finde ich unglaublich von einer Elfjährigen, das so, wow, so Gedanken zu haben und in dem Falle oder überhaupt, wie du es auch gerade beschrieben hast, ist ja irgendwie das, was wir jetzt als dunkel bezeichnen oder bewerten, dient uns ja auch. Und was ja wiederum auch was Gutes ist. So, und das finde ich irgendwie einen viel, viel schöneren Blick auf die Dinge, wenn wir uns irgendwie davon ausgehen, dass die Dinge dienen uns, auch gerade die Schattenthemen, die hochkommen. Das heißt, die wollen uns ja was zeigen oder auch Krankheiten oder sowas. Ist ja ein Ausdruck. Ist ja nichts, was gegen uns arbeitet, sondern eigentlich für uns ist. Ganz wichtig. Also ich meine, ich würde jetzt ein paar Dinge außen vor lassen, wie dunkle Rituale, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, okay. Ja. Aber was Schatten betrifft, alles wird uns serviert ja gerade im Moment auf einem Silbertablett. Also ich dachte ja auch schon, ich bin durch alle groben Themen durch und auch in meinem Leben, wo ich wirklich viel gearbeitet habe und viele Reisen in meine Kindheit gemacht habe und tauchen jetzt Dinge auf, wo einfach nochmal wo einfach noch Dinge drinnen hängen, alte Ängste oder es noch klarer, ich in meine Klarheit gehen darf, auf mein Bauchgefühl zu hören und dafür einzustehen. Es ist einfach extrem spannend, was uns jetzt die Menschen um uns und Dinge, die uns begegnen, im Moment von uns fordern, wirklich da in unsere wahre Selbstliebe zu gehen, auf unser Herz zu hören, Schatten aufzuarbeiten, Ängste zu verlieren, auch die Angst vor dem Tod zu verlieren. Glaube ich im Moment ein super wichtiges Thema, weil einfach viele Leute sterben gerade. Das auch als, und es hat, ich glaube, die Anke Ewerts war das, mit der wir auch einen Talk gemacht haben, einen Living Earth Talk, und sie sagt, hey, das ist ja so, dass, also sie, so wie sie das spürt, und sie hat jetzt eine ganz tolle Erfahrung gemacht über 9 Tage, wo sie tot war, da gehen viele jetzt auch, um einfach nochmal, also neu wiederzukommen und quasi die neue Erde mit aufzubauen. Schön. Wow. Und wenn wir dann irgendwann mal eben den Tod nicht mehr als großes Drama bekämpfen, sondern als eine Neugeburt feiern. Wow, hey, ich meine, du hast es geschafft, Abenteuer Mensch. Give me five. Cool, ich bin jetzt bei dir, während du gehst und feier dich. Und dann kompostieren wir deinen Leib, damit er wieder zum Humus wird oder verbrennen ihn oder was auch immer, geben ihn zurück. Und ich weiß, du bist noch da, während das passiert. Und sag so, hey, schön, dass du mich noch begleitest oder bitte geh. Wir sehen uns sowieso wieder. Genau. Wow. Vielen, vielen Dank, Katharina. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wirklich danke dir für die Einladung. Eine Freude, sich mit dir auszutauschen. Und ja, einfach danke auch für dein Wirken, dein mutiges Voranschreiten in ganz vielen Bereichen. Wirklich von Herzen ein ganz, ganz großes Dankeschön. Gleichfalls. Danke. Danke uns allen für den Mut und für unsere Tatkraft. Ich mache zum Abschluss noch eine Geste, unsere Lieblingsgeste im Moment. Früher war es so,
Und jetzt ist es so, los geht's, treffen wir uns okay, und bauen wir die neue Lebendigkeit aus. Ja. Sehr schön. Ah, vielen Dank. Danke, Katharina. Danke, Chris. Wow. Danke auch an dich für deine Zeit und deine Offenheit. Wie immer findest du alle wichtigen Links in der Beschreibung, in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich sehr, wenn du mir deine Wertschätzung in Form einer Spende oder einer Patreon-Mitgliedschaft zeigst und wenn wir uns bei einem meiner Events, wie zum Beispiel jetzt am 25. Februar, sehen. Alle Infos findest du auf meiner Website www.chrisfader.de. Trage dich dort gerne auch in meinen Newsletter ein, um zukünftig keine Folge mehr zu verpassen. Danke an dich und alles, alles Liebe von Herzen. Open your heart and just give love. Feel so quiet like a dove. Press the button which is called restart. And be proud of who you are. Pay attention to your intuition. Focus on the good, make it your mission. Everything happens for a reason. Take your time.